GTA 6 wird ab 16 Jahre sein. Hier die offizielle Alterseinstufung. Check das Gewinnspiel aus. Hallo Leute und herzlich willkommen bei diesem ultraspannenden Video, denn heute geht es mal wieder um GTA 6. Ja, Freunde, der Oktober rollt und rollt. Und immer noch warten wir auf die Ankündigung von GTA 6. Und diesen Monat soll es endlich soweit sein, denn dieser Monat ist so heiß wie noch nie. Und dadurch, dass dieser Monat so heiß ist, sieht man immer wieder die neuesten News, dass GTA 6 kurz vor den Startlöchern steht. Und jetzt hat man offiziell bei der australischen Seite einen Eintrag gesehen, und zwar über GTA 6. Um genau zu sagen, über die Altersfreigabe. Ja, Freunde, GTA 6 soll ab 16 Jahre sein, doch das ist nicht alles, es wurde noch mehr bekannt. Und dieser Eintrag ist auch somit die Bestätigung, dass wir bald GTA 6 in den Händen halten können. Doch bevor wir mit diesem ultraspannenden Video anfangen, würde es mich mega freuen, wenn ihr jetzt alle ein Like und ein Abo da lässt. Und vergesst auf gar keinen Fall abzuchecken, ob die Glocke wirklich für alle Benachrichtigungen aktiviert ist. Als Dankeschön läuft hier ein dauerhaftes GTA 6 Gewinnspiel. Wenn Interesse besteht, dann checkt die Videobeschreibung aus. Ja, Freunde, das gute alte GTA 6. Und das gute alte GTA 6 soll ab 16 Jahre sein. Wenn man die vergangenen GTA-Teile so anguckt, ist es eher ein seltener Fall. Vor allem, wenn man sich die GTA 6 Leaks anguckt, kann man wirklich erwarten, dass es eigentlich ab 18 sein sollte. Doch sprechen wir mal ausführlich über die Thematik. Was ist überhaupt eine Altersfreigabe? Ja, Freunde, es gibt ja sehr viele Spiele und Filme auf dem Markt und es ist natürlich sehr schwer für jeden Elternteil zu beurteilen, welchen Film oder welches Spiel man dem Kind geben darf. Bedeutet, diese Altersfreigaben wurden von Spezialisten entworfen und diese testen quasi, wie sehr der Film auf die Psyche geht, auf die Entwicklung und so weiter und so fort. Ja, in Deutschland heißt dies USK. Habt ihr sicherlich schon überall gesehen. Wir haben einmal USK 0, USK 6, USK 12, USK 16 sowie USK 18. Und dies bedeutet, das sollte das Mindestalter sein, damit man diverse Games zocken darf. Ja, und GTA 6 wurde jetzt quasi USK 16 eingestuft. Und das ist jetzt nicht irgendein Fake, dieser Eintrag existiert wirklich. Ich habe dem Ganzen nachrecherchiert, denn das ist die offizielle Regierungsseite von Australien. Und dies ist genau dafür zuständig, Altersfreigaben zu verteilen. Und so sieht der besagte Eintrag aus. In Australien ist es zwar nicht USK 16, sondern MA15+. Das Ganze wurde gemeldet am 2. April 23 und das Game enthält folgende Szenen. Und das ist der Grund, warum es ab 16 ist. Man sah dort harte Sexszenen sowie einen starken Drogenmissbrauch. Alleine das war der Grund dafür, dass es ab 16 wurde. Doch bedeutet das jetzt, dass GTA 6 kurz vor dem Release steht, weil ich meine, man könnte ja daraus schlussfolgern, dass die australische Behörde das Game getestet hat und somit zu dieser Entscheidung kam. Ja, Freunde, und ab jetzt wird es mysteriös. Denn wie gesagt, dieser Eintrag ist real und 100% bestätigt. Doch welches Gewicht hat das Ganze? Zum einen muss man natürlich sagen, dass die australische Behörde auch ohne das Spiel gesehen zu haben, einfach mal als Platzhalter GTA 6 einbauen könnte. So nach dem Motto, wir haben die Leaks gesehen und in den vergangenen GTA 6 Teilen war es so und so und so können wir GTA 6 ab 16 einbauen und so hätten wir schon mal einen Platz. Einen Platz, wenn GTA 6 wirklich erscheint, um den Eintrag dann zu bearbeiten. Also wie gesagt, das Ganze könnte ein Platzhalter sein, denn es müsste jedem klar sein, dass GTA 6 sicherlich nicht ab 12 sein wird. Das Internet ist natürlich komplett durchgedreht, weil wie gesagt, das ist wirklich ein Indiz dafür, dass es nicht mehr lange dauern kann, dass GTA 6 erscheint, weil die ersten Schritte schon mal in die Wege geleitet wurden. Vor allem wurde das durch diverse Plattformen gehypt, die wirklich in der Gaming-Industrie ein Name sind. Unter anderem auch PC-Fokus. Dieser hat das Ganze auch repostet und schrieb auch noch Folgendes dazu. GTA 6 wurde vom australischen Klassifizierungsgremium mit MA15+ bewertet. Dies könnte darauf hindeuten, dass es bald bekannt gegeben wird. Ja, und solche Tweets bringen die Gaming-Welt zum Beben. Weil, Freunde, guckt euch das Ganze mal an. Da steht offiziell und bestätigt Rockstar Games als Firma.
Ja, und ich habe natürlich dem Ganzen auch 100% geglaubt, weil ich meine, das ist wirklich die offizielle australische Behördenseite. Und da taucht einfach plötzlich GTA 6 auf. Das konnte in meinen Augen einfach kein Missverständnis sein. Doch vielleicht auch schon. Denn der GTA-Spezialist GTA.net hat auch ausführlich recherchiert und hat seine Skills gezeigt. Er schrieb folgendes. Das kursierte GTA 6 Rating ist gefälscht. Es gibt auch weitere gefälschte Einträge. Beispielsweise einen von einer Firma namens Rainreach. Ja, Rainreach hatte auch GTA 6 veröffentlicht und dies wurde auch ab 16 bewertet. Der einzige Unterschied ist, es ist kein VI, sondern ein VI-Punkt. Außerdem gibt es sowohl im Namen als auch im Herausgeber einen sehr großen versteckten Raum. Dieser ist in legitimen Einträgen nicht vorhanden. Und wenn man sich dann die alten Einträge anguckt, wie zum Beispiel von Red Dead Redemption 2 oder GTA 5, da sieht man den Namen und den Autor immer groß geschrieben. Zur Erinnerung, das ist der GTA 6 Eintrag, da ist Rockstar Games klein geschrieben und da sind die Einträge von Red Dead Redemption 2 und GTA 5. Alles groß geschrieben. Außerdem ist die Klassifikationsnummer unterschiedlich. Also man kann grob sagen, dass das großgeschriebene Rockstar Games nichts mit dem kleingeschriebenen zu tun hat, da sie sich von der Schreibweise unterscheiden. Bedeutet, dass der Gaming-Spezialist mehr oder weniger sagen will, dass wir getrollt wurden. Der Eintrag existiert zwar echt, doch hat nichts mit dem GTA 6 zu tun, auf das wir warten. Und nun stellt man sich die Frage, warte mal, es ist doch die offizielle australische Behördenseite. Wie ist das möglich, dass irgendein Random kommt und GTA 6 einfach mal einträgt? Ja, Freunde, dadurch, dass es so durch die Medien gegangen ist mit diesem Eintrag, gibt es jetzt über 5 GTA 6 Einträge, die sich durch Rechtschreibung unterscheiden. Somit kann man 100% sagen, dass es gar nicht so unmöglich ist, da sich einzutragen. Dafür muss man nur ein bisschen Taschengeld ausgeben, denn wenn man für sein Spiel einen Eintrag haben will, da gibt es verschiedene Stufen. Und dies kann bis zu 1210 Dollar kosten. Ja, Freunde, doch die Vergangenheit hat uns bewiesen, dass wenn einer wirklich trollen will, auch ganz tief in die Tasche greift. Und das ist das beste Beispiel, denn das halbe Internet wurde einfach hops genommen. Ja, Freunde, was sagt ihr zu dem Ganzen? Glaubt ihr immer noch, dass dieser Eintrag echt ist? Oder sagt ihr, nein, das ist 100% Fake und ich bin dermaßen enttäuscht? Schreibt eure ausführliche Meinung in die Kommentare. Ich werde das Ganze lesen, beantworten und ein Herz dalassen. Und wie immer grüße ich natürlich vom letzten Video den ersten und den letzten Kommentar. Grüße gehen raus an LucioFischer-JG47SQ sowie Winnetrix906. Willst du auch im nächsten Video gegrüßt werden, dann lass jetzt einen Kommentar da.